Dann suche ich das schnell mal raus an der Seite mit den ganzen Partien. Machen wir als erster Champions League. Champions League Auslosung. Ah, es sieht schon spannend aus, Leute. Könnt ihr das erkennen? Warte, ich mache mal einen Zoom rein. Okay, da bin ich gespannt jetzt, Leute. Schau, ich hole euch da mit rein. Atletico Liverpool. Eins ist Atletico, zwei ist Liverpool. Was sagt ihr? Ich sag, es wird spannend, aber es setzt sich Liverpool durch. Man muss auch sagen, Atletico hat es momentan auch nicht wirklich leicht, ne? Die haben auch ein bisschen Krise, würde ich mal sagen. Aber hier der Großteil wie ich. 2. Liverpool geht auf Liga, glaube ich gar nicht, Ben, weil Liverpool hat schon einen sehr, sehr guten Vorsprung, ne? Und ich glaube, Champions League Titelverteidigung ist auch geil und in der Champions League verdienst du mehr Geld. Das heißt, ich glaube nicht, dass Liverpool auf die Liga geht, sondern dass sie auch in allen Wettbewerben eine Rolle spielen möchte, ne? Bis auf jetzt gibt es ja einen Pokal, der ist ja parallel zur Club-WM. Da werden ja zwei verschiedene Teams spielen. Gut, Liverpool wird gewinnen. Dann Atalanta gegen Valencia. Da muss ich Kai, glaube ich, Kai hat das gesagt. Das wird eine interessante Paarung. Letztendlich glaube ich, also Atalanta ist 1, Valencia ist 2. Letztendlich glaube ich, dass sich die 2, also Valencia, durchsetzen wird. Irgendwie glaube ich da an die internationale Erfahrung. Ne? Aber wie Max schon schreibt, es juckt mich irgendwie gar nicht, wer da weiterkommt. Ne? Aber was meine ich mit internationaler Erfahrung? Rodrigo ist ja am Start, Parejo unter anderem, Sillessen dürfte, glaube ich, auch bei Valencia spielen. Der hat da schon Ahnung. Bei Atalanta fällt mir jetzt nur Papu Gomez ein, Zapata, aber ich glaube, Zapata hat jetzt auch jetzt ein bisschen Krise. Aber ja, ich glaube, Valencia wird sich durchsetzen. Das stimmt nicht, Pato. In der Premier League werden die Vereine mit Kohle überschüttet und Champions League ist Zigarettengeld für sie. Ja, okay, Zlatan, da hast du eigentlich recht. Ich habe da gerade über einen Premier League Club gesprochen. Da hast du wirklich recht. Ich glaube aber trotzdem, dass Klopp unbedingt in der Champions League auch was reißen möchte. Zapata ist verletzt, das tut mir leid für ihn. Gute Besserung an dich, Bratan. Gut, dann gehen wir mal auf Chelsea FC Bayern. Da bin ich jetzt gespannt, Leute, was ihr sagt. Chelsea ist die 1, FC Bayern ist die 2. Und ganz ehrlich, da glaube ich wirklich, dass FC Bayern das ganze Ding machen wird. Man kann die Zeit mit 2012 gar nicht vergleichen. 2012 war ja Chelsea mit Erfahrung überschüttet. Da war ja Lampard war am Start, Drogba war am Start, Terry, Peter Cech war am Start. Was gab es denn da noch? Aber heutzutage, wie Hans es schon schreibt, Chelsea zu jung und unerfahren. Ich glaube, diesmal siegt ganz klar die Erfahrung. Ich lese aber sehr, sehr oft die 1. Ich lese ganz, ganz oft die 1. Ich glaube aber, FC Bayern ist viel zu erfahren gegen FC Chelsea. Auch was den Trainer anbelangt, also Lampard, natürlich eine Legende, Clublegende von Chelsea. Aber ich glaube, alles in allem hat der FC Bayern so krass viel Erfahrung mehr in der Mannschaft. Wenn ich mir denke, Boateng, Hernandez, wenn er fit ist, Neuer, Alaba, Coutinho, Perisic sogar als Sub, Lewandowski, Kimmich, was gibt's denn noch? Für Spiele, Leute. Müller, von denen, den habe ich ja fast vergessen. Thiago, da gibt es so krass viel Erfahrung, vor allem internationale Erfahrung. Gnabry, stimmt, wie kann ich Gnabry vergessen? Ne? Chelsea hat das nicht vorzuweisen. Das einzige Plus bei Chelsea ist genauso wie beim Red Bull Salzburg, jung und einfach auf freie Schnauze. Einfach darauf losspielen. Die haben auch Erfahrung. Willian, okay, wer noch? Was hat denn Chelsea so für Spieler? Willian fällt mir an bei Erfahrung. Willian, Kanté, Pedro, Giroud. Aber das sind jetzt nicht so diese Spieler, wo ich mir denke so, wow, wow, wow. Aspi, okay, Rüdiger ist auch am Start. Aber in Relation zum FC Bayern? Ich weiß nicht. Also Leute, schreibt nochmal. 1 für Chelsea, 2 für Bayern. Schreibt da mal rein, da bin ich gespannt. Kepa ist ja echt nicht schlecht, das stimmt. Aber im Gegensatz zu Neuer, da ist halt Erfahrung ohne Ende drinnen, ne? Okay, der ist doch viel, viel mehr 2. Michael ist für die 3. Ich hoffe 1, aber glaube 2. Eindeutig 2. Ich glaube auch irgendwie, dass es eindeutig wird. Weil wenn man Tottenham gegen Bayern gesehen hat und ja, keine Ahnung. Was ist mit Pulisic? Der ist krass. Stimmt, der ist krass. Aber bei weitem noch nicht international so. Er hat international noch nicht so viel gerissen, wie sagen wir mal jetzt Perisic als Backup sogar, ne? Okay, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr weiter diskutieren. Lyon, Juventus. 1 ist Lyon, Juventus ist die 2.
Und meine ganz, ganz klare Meinung ist Juventus. Das ist ja eine erfahrene Mannschaft. Oh mein Gott. Egal ob Buffon jetzt Ersatzspieler ist, aber trotzdem Szczesny, Alessandro, Chiellini, Buffon, Bonucci, Pjanic, Ronaldo, Dybala, Higuain, Leon, keine Chance, weil ohne Depay. Ist Depay so krass verletzt, oder was? Ist Depay wirklich bis Ende Februar verletzt, oder was? Was ist denn mit dem Bruder passiert? Was? Bis Sommer verletzt? Seit wann hat er den Kreuzbandriss? Keine EM? Was? Ich muss sagen, Depay war für mich einer der Spieler der Überraschung der Saison, ne? Letztes Spiel, oh mein Gott. Das wusste ich gar nicht. Oh, da bin ich sprachlos, Leute. Aber dann ist, glaube ich, gar keine Diskussion, ne? Auf jeden Fall gute Besserung, Memphis. Ich rede jetzt so, als wäre er mein Freund. Aber gute Besserung an Depay natürlich. Aber ich glaube, da gibt es gar keine Diskussion, ne? Ich bin hier ganz klar für Juventus. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's ganz, ganz spannend. BVB gegen Paris. Eins ist BVB, zwei ist Paris. Bin ich unnormal gespannt. Wow. Man, schreibt ihr jetzt die Eins quasi wegen, okay, das ist eine deutsche Mannschaft, die muss weiterkommen. Oder denkt ihr wirklich, dass BVB PSG besiegen wird? PSG gewinnt, BVB hat keine Chance, wenn PSG ernst macht. Ich glaube aber auch so, weiß nicht, Leute. Es tut mir leid für alle BVB-Fans. Aber wenn bei Paris alle fit sind, glaube ich, dass der nicht zu holen sein wird. PSG ist zu unerfahren, schreibt Boom Games. Thiago Silva, Navas ist mehrfacher Champions-League-Sieger. Marquinhos, Moinier, Verratti, Mbappé, Weltmeister, Di Maria, Champions-League-Sieger, Cavani, Icardi, Neymar, da ist krank viel Erfahrung. Und der Trainer, Thomas Tuchel, der ist auch sehr fordernd. Ich glaube, wenn das um Erfahrung geht, ist Paris sogar nochmal ein Stück weit erfahrener. Was sagt ihr? Aber, genau, wie Paul schon schreibt, unterschätzt auch niemals die gelbe Wand. Wirklich, in Europa, die Fans von Dortmund und auch von Frankfurt, die sind krank, Leute. Die sind krank. Ich habe so krassen Respekt vor deren Fans und natürlich auch von der Mannschaft BVB. Sancho, Reus, Hakimi feiere ich unnormal. Wie heißt denn der mit Z? Sagadou ist krank geil. Leider verliert Dortmund. Es ist schwierig. Letztendlich sage ich 2. Letztendlich sage ich Paris. Tut mir leid, wirklich. Tut mir leid, Dortmund. Ich liebe euch trotzdem. Jetzt wird's interessant. Da bin ich jetzt auch auf eure Meinung gespannt. Tottenham, RB Leipzig. Ich sag ganz klar 2. Das Momentum liegt ganz klar bei Leipzig, finde ich. Weil, guckt euch an, wie sie sich in der Liga präsentieren. Tottenham ist in der Findungsphase. Gut, mit Mourinho wird's defensiv wahrscheinlich sehr, sehr gut laufen. Wer aber die Gruppenphase gesehen hat, Bayern gegen Tottenham, da bin ich schon für 2 für RB Leipzig. Und da können wir jetzt um Erfahrung sprechen, ne? Also, ich denke, overall hat Tottenham wirklich mit Abstand mehr Erfahrung als RB Leipzig. Aber da soll einfach RB Leipzig einfach das Album hören, JBG. Jung, brutal, gut aussehen. Die sind jung und brutal. Und ich denke, der Trainer auch noch. Also ich denke, da ist einiges möglich. Ihr könnt wirklich, man kann von RB Leipzig halten, was man möchte. Da muss man aber schon sagen, Leipzig ist momentan krank. Gut. Spielen auch einen geilen Fußball und ich würde denen gönnen, wenn sie weiterkommen. RB ist hungrig, das auch noch, Dennis. Das auch noch. Son verschießt Gulaschi. Nagelsmann ist einer der besten Trainer, aber trotz allem kann ich einen Keks. Bruder, du darfst 2 Kekse haben. Du darfst 2 Kekse. Also nochmal für die Notizbücher. Ich werde das wahrscheinlich sogar als Stream-Highlight hochladen, Leute. Und ich bin für 2. Ist halt die Frage. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung, Leute. Neapel, Barcelona. Neapel 1, Barcelona 2. Und für mich persönlich gibt es da keine Diskussion, Leute. Barcelona wird's deutlich machen. Neapel, momentan Krise. Mal gucken, ob das bis dahin anhält. Aber wer gesehen hat, wie sich Neapel oder wie Salzburg auch gegen Neapel gespielt hat, muss man sagen, ganz klar Barcelona. Und ey, Leute, wenn ich mir mal vorstelle, wir hätten auch gegen Barcelona. Nee, Neapel wurde Gruppensieger. Das heißt, wir wären Gruppenzweiter gewesen. Und dann wären wir gegen Atletico Madrid. Ich glaube, das wäre, ja, Atletico gegen Salzburg wäre auch krank gewesen, ne? Aber, der Barca-Schreck Manola spielt aber mittlerweile bei Napoli. Spielt Manola seine Rolle bei Napoli? Habe ich noch gar nicht verfolgt. Zwar nur wegen meinem Untrade Allen. Barca wird Neapel zu sehr unterschätzen und Neapel ist eigentlich stark. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Barcelona Neapel unterschätzen wird. Trotz allem, ich glaube so, Neapel, ihr könnt mich jetzt ausbessern, Leute.
heute, aber die aktuelle Mannschaft von Neapel ist die schwächste Neapel-Mannschaft in den letzten 4 Jahren. Ist das jetzt krass? Es stimmt eigentlich. Ich habe gar nicht mal nachgedacht. Es spielt Mertens, Insigne, Alan spielt dort. Callejon darf man nicht vergessen. Koulibaly. Malcuit ist auch krass. Okay, es stimmt. Das ist halt einfach das Formtief. Milik ist am Start, das stimmt. Das stimmt, da habe ich viel zu wenig nachgedacht. Weil ich habe ja Koulibaly live im Stadion gesehen. Koulibaly ist eine kranke Maschine. Ich habe auch Van Dijk gesehen. Und Van Dijk wäre Van Dijk und Koulibaly würde das eine Innenverteidigung sein. Würde. Liverpool Koulibaly kaufen. Leute, die ganzen Gegnerteams, die brauchen gar nicht mehr gegen die spielen. Das ist eine kranke Innenverteidigung. Diese zwei sind so kranke Spieler. So kranke Innenverteidiger. Das sind derzeit die besten Innenverteidiger auf der Welt. Kann man neidlos sagen. Das sind zwei Wände, Alter. Das sind zwei Schränke. Das ist zu krass, als ich beide live im Stadion gesehen habe. Also, wir beenden Neapel und Barcelona. Und da sage ich die zwei. Und ich glaube, auch der Großteil hat Barcelona gesagt. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich abnormal gespannt. Das ist, glaube ich, einer der spannendsten Spieltage. Oder das ist einer der spannendsten Spiele an diesen Spieltagen. Real Madrid gegen Manchester City. 1 ist Real Madrid, 2 ist Manchester City, Leute. Da bin ich jetzt unnormal gespannt, für was ihr tippt. Ich werde Real Madrid tippen. Gar keine Frage. Ich werde... Oha, da ist ganz viel 2. Da ist ganz viel 2. Ich muss aber sagen, da ist echt ganz viel 2. Das ist ganz klar 2, sagt der Basti sogar. Für mich absolut das Taktikduell. Das stimmt. Für mich auch. Ich glaube, da kommt... Hast du gehört, dass Van Dijk drum genommen hat? Boah, das wüsste ich nicht. Ich glaube echt, dass da die Tagesverfassung... Wenn man aber... Würde mich sehr, sehr freuen, wer noch kein Abonnent ist, hinterlässt mir noch sehr, sehr gerne ein Abo und einen Daumen nach oben auf den Livestream. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich glaube, die Tagesverfassung zählt und ich sage auch 1 wegen Militao. Aber Manchester City hat auch Krise diese Saison. Manchester City hat auch Krise, muss man sagen, ne? Und da haben sogar die Spieler... Oder war das der Trainer selbst? War das Kyle Walker oder Fernandinho? Oder war das der Trainer? Irgendjemand hat gesagt vor 2 Wochen, dass sie uns entschlüsselt haben. Aber, man muss Manchester City zugute halten, die haben ein krankes Verletzungspech momentan. Die sind momentan sehr, sehr arm unterwegs. Alleine schon die ganze Verteidigung. Das ist krass. Du hast keinen Nightbot, oder? Doch, ich glaube, der schlaft nur gerade. Ich glaube, da kommt es echt auf die Tagesverfassung. Also, einmal noch, Leute. 1 für Real Madrid, 2 für Manchester City. Mein Tipp ist Real Madrid, beziehungsweise die Tagesverfassung entscheidet. Warte, mach Tipico. Na klar, City hat mehr Pep. Das ist geil. Kannst du auch mal bitte Ergebnisse tippen? Das wird schwer.